Huch, also die Maus, ich bin irgendwie gerade hier während der Aufnahme so ein bisschen, das ist doof. Naja. Und ja, ich finde es eben insgesamt ziemlich cool, wenn man eben so Sachen zweckentfremden kann, sag ich mal. Oder ein bisschen damit rumbasteln. Und als zweites wäre dann da World of Warcraft. Hä? Zweckentfremden? Was? Wie? Moment, hä? Tja, das Ganze kam ja schon vor 10 Jahren, glaube ich, jetzt raus, 2003, wenn ich mich recht entsinne. Und damals hatte ich als Internetanschluss, ich glaube, gar kein Internet hatte ich damals noch. Und dann bekam ich irgendwann ISDN, aber das ist auch so eine, oh Gott, das ist so eine Qual. Das ist erstens sau teuer, zweitens sau langsam und noch unzuverlässig und, oh Gott. Also wenn ihr DSL habt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Ich meine, ich habe es auch DSL, aber wenn ihr wisst, wie es ist, ein Modem zu haben, dann, oh Gott, das ist echt sehr, sehr schlimm. So, mach mal gerade weiter. Das Lied ist irgendwie so leise, oder? Warte mal. Ach nee, da kommt's ja. So. Und ja, als dann eben World of Warcraft erschien, 2003, da war das für mich überhaupt nicht so interessant. Ich wusste zwar, dass es, das soll ziemlich cool sein und so. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Ah ja, wir wollen gehen mal zurück hier im Erde schaufeln. Allerdings war es für mich nicht interessant, weil ich eben gar nicht die Möglichkeit hatte, das zu spielen, weil ich eben gar kein Internet hatte. Und irgendwann ein paar Jahre später meinte dann jemand aus meiner Klasse zu mir: Ey, World of Warcraft kennst du doch, oder? Willst du das nicht mal spielen? Und da meinte ich so, ja, schon irgendwie wäre vielleicht mal ganz cool zum Ausprobieren. Also damals hatte ich dann ISDN auch. Allerdings wollte ich dann nicht das Geld da bezahlen im Monat, irgendwie 13 Euro oder so. Beziehungsweise ja, als Schüler ist das ein bisschen, war das da ein bisschen, doch ein bisschen Geld, was man da hätte zahlen müssen und so weiter. Und da dachte ich dann, habe ich dann gesagt zum Freund, ja, nee, irgendwie nicht. Da habe ich keine Lust drauf, das Geld zu bezahlen. Der meinte, nö, nö, du musst da nichts bezahlen. Denn es gibt Privatserver und man kann da kostenlos drauf spielen. Und da dachte ich mir dann, hey, was, cool, das klingt doch mal toll. Kostenlos ausprobieren, okay, ja, Und ja, Privatserver, was ist das denn jetzt? Es ist ja so, dass World of Warcraft, da gibt es natürlich keine offizielle Server-Software zu, die, sondern die ist natürlich, das läuft bei Blizzard alles und man hat dann nicht die Möglichkeit, sich irgendwie mal selbst irgendwie für eine LAN-Party einen Server zu machen oder so. Also eigentlich. Denn es gibt ja eine ganze Menge WoW-Fans und dann haben sich da einige gedacht, Mann, wäre es doch cool, wenn wir irgendwie das Ganze kostenlos auch machen könnten oder da ein bisschen rumbasteln und so weiter. Und dann hat man eben angefangen hier die Daten, die da hin und her geschickt werden zwischen dem WoW und dem Server, dass man das eben mitschneidet und dann entschlüsselt und guckt, was da so passiert und alles. Und durch jahrelange Arbeit konnte man es dann schaffen, dass man da den kompletten Server eben nachgebaut hat. Das heißt, dass man eben dann sich hier einfach so eine Software runterlädt und dann kann man auf seinem PC einen Server einrichten und dann eben da WoW spielen. Natürlich dann eben nicht mit den ganzen Leuten, die auch sonst spielen, aber man kann eben seine Freunde einladen. Und zum Teil gab es da auch dann Server, die das Ganze dann professionell gemacht haben, sage ich mal. Das heißt, die hatten dann ein paar tausend Spieler und so. Und ja, ich habe dann eben zu Beginn der Zeit erstmal mit meinen Freunden aus der Klasse da gespielt zusammen. Das war echt, das war wow, das hat echt sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war noch ganz, ganz zu Beginn. Ich glaube, da gab es noch gar keinen Add-on zu WoW, oder? Oder das erste nur, The Burning Crusade. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich irgendwie auch so ein bisschen neugierig, wie das Ganze funktioniert mit dem Server, weil das hat mich schon interessiert. Und ich wollte das dann auch selbst mal ausprobieren und bin dann irgendwie so, sag ich mal, in die Szene da geraten, in die WoW-Privatserver-Szene. Also Szene ist so ein Scheißwort. Jedenfalls hatte ich dann auch selbst einen Server und während der Zeit habe ich auch sehr, sehr viele sehr, sehr nette Leute getroffen und mit denen Zeit verbracht. Das ist jetzt eben genau wie zum Beispiel in Eve da. Hatte ich ja auch eine Corporation oder habe jetzt wieder eine und da trifft man auch sehr, sehr, sehr viele nette Leute. Das ist immer sehr toll und ich finde auch generell halt ja, die Botschaft des Ganzen,
dass ich es doch sehr toll finde, wenn man eben durch Spiele nette neue Leute kennenlernen kann. Und also ist jetzt nicht so, dass ich da verzweifelt auf der Suche bin nach Freunden oder so, nee. Sondern ich finde es eben ganz toll, wenn man da Leute kennenlernt mit gleichem Interesse und so weiter. Und ja, hier unten, was war das denn? Ach, das ist der Eingang hier. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen zubauen hier unten. Aber das geht schon in Ordnung so. Spinne, hallo, was? Okay, dann haben wir jetzt hier schon mal eine kleine Fläche hier oben. Die werden wir dann noch im Laufe der Zeit erweitern und hier ein bisschen angleichen, dass es jetzt nicht so ganz hier runter geht und so weiter. Naja, gut. Und genau, mal zurück zu dem WoW-Privatserver-Zeug. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist eben, wenn man sich im Internet sowas aufbauen kann, sage ich mal. Früher war es eben bei mir der WoW-Server und jetzt im Moment sind es halt die Let's Plays, wo man dann eben, ja, wo man eben so eine Community aufbaut, so ein paar Leute oder auch ein paar mehr. Jetzt im Moment sind es ja 200 Abonnenten, das ist ja schon sehr, sehr cool. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch. Und ja, ich finde es eben toll, wenn man eben so sich was aufbauen kann, so ein Projekt hat, sage ich mal, irgendwie. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ja, ich denke mal, ja, es gibt ja einige, die Spaß daran haben, so eine Community aufzubauen, die an ihrem Foren haben oder so. Da gibt es ja auch ein Forum, das jetzt noch nicht so 100% offiziell gestartet ist, sage ich mal, aber in Zukunft auch kommt. Ansonsten schaut einfach mal vorbei auf gameunity.tv und ja, registriert euch, schreibt mit und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt hier endlich mal ein Feld, denn wir brauchen so langsam mal Weizen für leckere Brote. Das heißt, wir brauchen eine schöne kleine... Ho! Halt, so ging es nicht, das ging so. Das ist ein Geräusch. Die Samen haben wir hier. Da waren noch ein paar, ja, einer, wow, so viel. Und vielleicht sollten wir uns mal, oh ja, einen Eimer basteln. Moment, ich mach mal gerade weiter. Ah. Aha. Das kam bei mich bei der ersten Aufnahme. Ja, ja. Das lassen wir mal laufen. Das ist auch so ein schönes Lied. Ein bisschen episch auch. Nicht zu langweilig. So, ein bisschen Eisen. Ein bisschen Wasser brauchen wir auch. Denn das Ganze soll natürlich auch sehr gut wachsen hier oben. Na, Mist. Ein bisschen Erde noch zum Ausbessern. So. Ah, ja. Und übrigens, was mir da noch einfällt, lustigerweise, während der Zeit, in der ich eben in der WoW-Privatserver-Szene da aktiv war, habe ich auch einen Namen erfahren. Und zwar gab es da so einen größeren deutschen Server und da war der WoW-Chef, der war ein gewisser Herr, der jetzt heutzutage auch sehr, sehr erfolgreich Let's Plays macht. Das finde ich doch cool, weil als ich zum ersten Mal den Namen im Zusammenhang mit den Let's Plays gelesen habe, dachte ich mir, Moment, den Namen, den kennst du doch von damals von dem WoW-Server, da war doch so einer, der hieß doch genauso, aber Moment, das kann ja nicht sein, dass das derselbe ist, oder? Moment, Tja, aber doch, das war dann doch derselbe Kerl und ja, ich finde es lustig irgendwie. Okay, jetzt vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Tür bauen, damit wir hier auch dann zum Feld rauskommen. Aber leider ist das jetzt ein bisschen doof mit den Fenstern hier. Ach, Mist. Oder warte mal, wir machen einfach mal... Das tut mir jetzt sehr leid. Mist. Haben wir überhaupt noch Holz? Mist. Gut, dann fällen wir nochmal eine Birke. Da stand doch hier noch eine, genau. Und dann bauen wir uns erstmal einen kleinen Ausgang hier aus dem Haus raus. Und dann direkt in den Garten rein. So. Tja, und ich möchte jetzt eigentlich sehr gerne über das Thema WoW-Privatserver reden, weil ich da eben sehr lange auch aktiv war. Ich glaube, 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahre lang. Boah, krass. Und hatte eben, wie gesagt, auch einen eigenen Server. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht eben, weil man dann eben sich da was aufbaut. Wie gesagt, dann kommen eben die Leute, die spielen damit auf dem Server und so weiter. Was mache ich jetzt hier überhaupt gerade? Ach ja, genau. Und, so. Ist jetzt nicht symmetrisch oder so, aber naja. Passt schon.
Nee, Birkenholz ist das Falsche. Ach, Mist. Ah, die haben kein Holz mehr. Mist. Da müssen wir nochmal gerade eben was fällen. Wir haben doch gerade gefällt. Ach, hier ist es doch. Ja, genau. So, und dann kommt man hier so raus und hier wäre dann der Garten. Warte mal. So, da können wir mal den Gravel hinlegen. Der ist doch sehr gut geeignet da als Weg. Und hier kommen dann links und rechts so ein paar Sachen hin. Vielleicht machen wir es mal drei breit hier. Ein erstes Feld. Es geht mal so bis hier. Bis hier vielleicht. Das war zu weit. Ich bin zu weit gegangen. Haha. Die Sonne sieht sehr, sehr schön aus, muss man sagen. So, und dann kommt hier noch ein Zaun drumrum. Das heißt, wir brauchen noch mehr Holz und noch mehr Gravel für das Ganze. Da würde ich doch mal sagen, ach komm. Solange es jetzt noch nicht ganz Nacht ist. Moment. Ach. Solange es jetzt noch nicht ganz Nacht ist, können wir auch ein bisschen Bäume abholzen. Und Mist, wir haben Hunger. Verdammt. Das ist natürlich doof. Okay, bald haben wir jetzt überhaupt gar nichts mehr zu essen. Und hier müsste meine Tür rein. Moment, Moment. Zumachen. So. Ja, die ist dann innen. Das ist auch ganz gut so. So, und da sind wir jetzt wieder und können dann weitermachen. Indem wir aber erstmal, würde ich sagen, ja, Holz fällen, wie gesagt. So. Und so, nochmal, um das ein bisschen weiter zu erzählen. Das Tolle bei dem WoW-Privatservern ist eben, dass man da auch selbst, wenn man programmieren kann, kann man dann eben eigene Funktionen da auch einbauen. Und das war eben so eigentlich das Tollste, was es da gab, meiner Meinung nach, dass man eben das Spiel selbst sozusagen ein bisschen erweitern konnte, ein paar eigene Sachen einbauen und das dann auch selbst so gestalten, wie man es gerne machen würde. Das ist eben ja irgendwie so, dass man das Spiel eben in einer Weise nutzt, die überhaupt so gar nicht geplant war, dass dann der Spieler da selbst noch Sachen verändern kann und so weiter. Tja, ich würde eigentlich gerne da wieder mal was machen, aber das, leider gibt es da im Moment jetzt nur noch sehr, sehr wenige Leute, die sich dafür interessieren. Und, also zumindest jetzt in Deutschland. Es gibt auch international ein paar sehr, sehr große Server, die auch sehr, sehr, sehr gut sind. Da möchte ich jetzt allerdings nicht, keine Namen nennen, denn das Ganze ist leider, leider natürlich illegal. Beziehungsweise man verstößt dann gegen das Copyright-Gesetz, wenn man da eben, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen wieder. und zwar, so ein Spiel besteht natürlich aus sehr vielen Quests, NPCs, Monstern und so weiter und die kann man ansehen als geistige Schöpfung der Entwickler und da, um so einen Server eben ans Laufen zu kriegen, braucht man so eine Datenbank, wo eben die ganzen Sachen drin sind. Wo eben die ganzen Monster mit Werten gespeichert sind, wie viel Leben die haben und wo die sind und so weiter. Und dass man eben die Namen der Monster und so weiter, dass man das eben dann nachmacht oder kopiert, das ist dann eben natürlich Urheberrechtsverletzung. Und dann gibt es noch was bei den Servern, dass man da eben so eine bestimmte Datei braucht aus dem WoW-Client, aus dem Spiel an sich. Und dass man die überhaupt da rausfriemelt aus dem Spiel, das ist natürlich auch, das ist dann verboten auch, leider. Und es gab dann auch Server, gegen die Blizzard da vorgegangen ist. Die mussten dann eine ganze Menge Geld zahlen. Zum Glück allerdings nur in den USA. In Deutschland gab es, soweit ich weiß, keinen Server, der da irgendwie von Blizzard Ärger bekommen hat. Allerdings
ja, ist es natürlich immer die Gefahr, von daher ein Risiko, das man auf jeden Fall nicht unbedingt eingehen sollte. Deswegen, ja, mache ich da jetzt im Moment auch nicht mehr so viel mit, denn wenn man da dann irgendwie, weiß ich nicht, schon einige tausend Euro zahlen muss, dann ist das doch, dann, also das will ich wirklich niemandem zumuten, dass er da durch sowas in den finanziellen Ruin getrieben wird. So, ich renne jetzt irgendwie komplett im Kreis und mache irgendwie gar nichts. Moment mal. Holz haben wir jetzt, gut, dann brauche ich mir noch Gravel. Oh, ach nee, Quatsch. Moment, wir bauen erstmal einen Zaun, denn das ist doch sehr wichtig hier.